So, hey Leute, mit auch willkommen zu einer neuen Folge von Ark Revolution. Und ja Leute, ihr seht auch schon hier unseren Flughangar, beziehungsweise das, was noch daraus werden soll. Und ja meine Freunde, bevor jetzt wir auch mit der eigentlichen Folge anfangen, möchte ich nochmal was ankündigen. Und zwar wissen es ja einige schon, ne, es wird tatsächlich zum allerersten Mal auf meinem Kanal einen 24-Stunden-Stream geben. Und dabei wird es natürlich auch Ark geben, Leute. Das heißt, schaltet unbedingt ein, Samstag 16 Uhr auf meinen Kanal. Der erste Livestream. Diesmal sogar auf YouTube, nicht auf Twitch, ne? Also schaut auf jeden Fall vorbei, Leute. Würde mich sehr, sehr freuen, weil es wirklich der allererste Livestream, ne? Von mir. 24 Stunden lang, Leute. Ich weiß nicht, ob ich es durchhalte, aber es würde mich sehr freuen, viele von euch dort zu begrüßen. Wie gesagt, diesen Samstag, Leute, ne? Schreibt es euch in den Kalender. Samstag, 16 Uhr. Diesen Samstag, ganz wichtig. Aber gut, Leute, würde ich auch sagen, wenn wir erstmal jetzt hier, genau, das, was wir letztes Mal angefangen haben, zu Ende bauen. Ihr seht auch schon, Leute, da gibt es so einiges, was wir hier wirklich, ja, schon gebaut haben. Und viele haben auch geschrieben, Ascalter, das ist ja ein riesiges Projekt. Das ist keine gute Idee. Aber nein, Leute, ich bin mir ziemlich sicher, das ist eine sehr gute Idee, ne? Denn einerseits haben wir dadurch endlich einen Hangar, wo wir unsere Dinos parken können. Und andererseits, Leute, kriegen wir durch das Craften von diesen Strukturen auch noch ein bisschen Erfahrung, ne? Dass wir auch noch vielleicht unseren Tyrannodon-Sattel endlich craften können, Leute. Das war ja letztes Mal ein richtiges Debakel. Aber gut, Leute, ne, ihr seht schon, hier hat sich auch nicht viel verändert. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Materialien als vorher, ne? Aber es reicht natürlich noch lange nicht, Leute. Zum Beispiel auch hier jetzt mit den Ceilings seht ihr 10 Stück. Das ist nichts, Leute, ne? Oder auch Wände, Leute, brauchen wir natürlich auch wieder mehr. So, können wir nur eine craften. Denn wir haben wahrscheinlich nicht genug Stein gehabt. Richtig, Leute. So, ist also alles sehr teuer, lohnt sich aber. Genau, Leute. Und hier ist dann natürlich auch das teure Tor. Beziehungsweise das nicht ganz so teure Tor. Das teure Tor haben wir ja hier drin. Aber ich dachte mir ja, okay, wir brauchen das ganz große Tor. Und dadurch haben wir natürlich sehr viele Materialien auch verloren. Aber gut, Leute, können wir erstmal auch mal schauen, wie lange wir noch brauchen. Ihr seht schon, das dauert noch eine Weile, bis wir hier Level up sind. Aber, Leute, wenn wir Level up sind, dann können wir endlich den Petri reiten und den Flughangar perfekt nutzen. So, ihr seht schon, ich bin einfach zu schwer, Leute. Ich muss wirklich was loswerden hier. Genau, wobei, nee, jetzt kann ich langsam wieder laufen, Leute. Genau, perfekt, ne? So mehr ich crafte, desto schneller kann ich laufen. Perfekt. Genau, dann haben wir auch schon die Wände, Leute. Ihr seht schon, von den Wänden brauche ich sogar noch viel, viel mehr nachher. Genau, seht schon, das reicht längst nicht. Und auch hier, Leute, weil wir haben, beschlossen, wir wollen einen ziemlich großen Flughangar haben, ne? Damit wir auch, falls wir irgendwann mal einen Quetzal haben, den auch hier reinbringen können. Wobei ich auch, mir auch noch gar nicht sicher war, wie lang wir hier eigentlich bleiben werden. Aber ich sag, man muss immer vorausschauen, denken, Leute. Ist immer ganz wichtig. Von daher, Leute. Oh, genau, sowas meine ich zum Beispiel, Leute. Das geht natürlich gar nicht hier. Sowas ist dann immer sehr ärgerlich und auch sehr kostspielig. Sowas aber gut. Genau, Leute, ihr seht schon, da gehen einige Ceilings bei drauf. Aber, Leute, wenn das fertig ist, wird uns das das wert gewesen sein. So, guck mal, 3 Stück können wir hier noch setzen. Passt sogar perfekt, Leute, ne? Guck mal, mehr Ceilings brauchen wir auch theoretisch gar nicht. Na okay, wenn wir das jetzt noch ausbauen, theoretisch noch mehr. Genau, hier zum Beispiel, Leute, brauchen wir noch eine Ceilings. Und hier brauchen wir auch noch 2 Ceilings, Leute. Aber gut, Leute, wir haben ja noch ein bisschen Stein. Auch nicht mehr so viel. Und da hinten ist auch ein Loot Crate. Da werden wir auch mal vorbeischauen. Allerdings brauchen wir erstmal hier genau sehr viel Steine. So, können wir mal schauen. Wände. 15 Stück, das ist mehr als genug, Leute. Wir brauchen ja sowieso unendlich Wände, denn ich plane ja auch einen Wall zu craften, Leute. Beziehungsweise zu errichten. Einen sehr großen Wall, der unser unsere gesamte Base hier umgibt. Ah gut, Leute, ihr seht schon. Okay, das dauert jetzt wieder eine Weile. Ja, dann können wir ja nochmal hier, genau, uns ein paar Ceilings holen, weil ich glaube, Ceilings brauche ich auch noch 2 Stück. Genau. So, Leute. Genau, geht relativ schnell, ich kann trotzdem nicht laufen. Wir müssen einfach ein paar Steine rausholen. Ja, das reicht, Leute. Das reicht wunderbar. So, können wir mal schauen, wo wir die jetzt... Okay, ich hätte viel mehr Ceilings gebraucht. Habe ich gerade gar nicht gesehen, gerade gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, aber okay, Leute. So, so einfach geht es an auch. Ihr seht schon, hier habe ich auch schon ein paar Pillars hingesetzt, also ein paar Säulen. Und hier würde ich sagen, Leute, wird sich das nachher richtig lohnen, ne? Wenn wir jetzt hier rausfliegen. Und da hinten ist der Loot Crate, da würde ich jetzt echt gerne hin, ne? Aber leider haben wir noch keinen Tyrannodon-Sattel, den haben wir nämlich leider verschlammt. Und ihr seht schon, wir brauchen aber nicht mehr viel Erfahrung, Leute. Das könnten wir noch schaffen, indem wir ein paar Ceilings craften.
Genau, Leute, wir sollten uns aber beeilen. Okay, nichts viel mit den Steinen rein. Ein paar Seedlings wollen wir craften. 7 Stück. Das ist eine Verschwendung. Wir brauchen nämlich nur 4, glaube ich. So. Das sollte reichen. Den Rest, würde ich sagen, craften wir wieder mit. Obwohl, wir haben ja schon so viele Bänder gecraftet. Aber gut, Leute. Was macht man nicht alles, ne? Beziehungsweise so ein Tor bräuchten wir nachher auch noch. Genau, das craften wir auch noch. Und natürlich noch das hier, Leute. Und dann sollte uns auch nicht mehr viel im Wege stehen. Nein, Leute, es steht noch sehr viel im Wege. Wir brauchen noch, ich dachte gerade, uns fehlt nur noch 20 Erfahrungen, aber uns fehlt noch deutlich mehr. Uns fehlt noch 120 Erfahrungen. Okay, Leute, das wird wohl nichts mehr. Schade, Petri. Ist aber kein Problem. Beim nächsten Mal vielleicht, Leute. Beim nächsten Mal. So. Genau, ich meine, der läuft ja nicht weg. Okay, eigentlich läuft er schon weg, Leute. Wir sollten eigentlich schon ziemlich schnell hin. Aber gut, gucken wir erstmal, was wir jetzt hier haben. Wir haben unter anderem hier unser Tor. So, wenn wir das jetzt hier reinsetzen, dann müssen wir gucken, okay. Dann brauchen wir unter Umständen auch an einer bestimmten Stelle gar keine Wände mehr. Aber ich würde vorsagen, dass wir trotzdem die Seedlings hier reinsetzen. Ja, das ist immer wichtig, dass man die noch hat. So, später kann man die natürlich auch ersetzen durch eine Riesentrapdoor. Ah gut, Leute, genau, jetzt gucken wir erstmal, jetzt schon hier, okay, jetzt ist das, genau, hier könnte man das dann ransetzen, Leute, perfekt. So, guckt euch das an, Leute, wenn das nicht geil aussieht, weiß ich auch nicht. Guck mal, so kommt man dann rein und das machen wir einfach mit Wänden vor, Leute. Und das funktioniert. Perfekt, Leute. Also wenn ich kein Architekt bin, dann weiß ich auch nicht. Und voilà, meine Freunde, das ist es, das ist ja unser Flughangar, ne, der nicht nur ein Flughangar ist, sondern fürs Erste auch unsere Dinos beherbergt. Denn wir haben keinen anderen Ort. Und wer hat denn hier diese Mauer hingesetzt, meine Freunde? Das ist aber gar nicht gut. Die muss da auch wieder weg. Kriegen wir auch wieder ein paar Steine. Aber genau, Leute, so sieht das dann erstmal aus. Finde ich ziemlich cool. Genau, brauchen auf jeden Fall noch ein paar Wände. Und ich kann dich viel besser verstehen, wenn ich mich mit deiner... Okay, Leute, habt ihr das gerade gehört? Ich habe Angst. Irgendwas hat sich da gerade aktiviert. Ja, Leute, ich habe Angst gerade. Bitte sagt mir, dass es nichts Böses war. Ich glaube, es war Cortana. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob ihr es auch gehört habt. Aber gut, Leute, wir werden erstmal schauen, dass noch ein paar Seedlings craften und dann ist erstmal auch unser Flughangar soweit fertig. Genau, wir brauchen natürlich immer Holz. Das, wovon ich momentan am wenigsten habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Seedlings bräuchte ich noch? Gute Frage, Leute. Sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob 2 Stück reichen. Wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Wir bräuchten wahrscheinlich noch 4 Stück. Ja. Na gut. Ne, wir brauchen aber erstmal wieder Holz, Leute. Ne, wir haben nämlich jetzt all unser Holz verbraten. Ist kein Problem. Ich würde sagen, wir werden erstmal jetzt mit Saphira auf Reisen gehen, Leute. Ja. Natürlich, wenn wir hier nichts anderes mehr mit haben. So, das heißt erstmal alles weg, Leute. Und dann können wir weiter reisen. So, wir brauchen nämlich erstmal wieder sehr viel Holz. Und ich habe auch, glaube ich, noch Holz. Genau, wir haben noch irgendwo Holz, das ist klar, Leute. Müssen nur nachher gucken, wo das genau ist. So, ich glaube, ja, genau, in den Kisten hier müssen noch was sein. Wir können ja mal schauen und wir sehen, genau, da habe ich noch ein bisschen Holz. Ist auch nicht so viel. Das ist aber unser letztes Holz, das ist eigentlich so das Reserveholz. Das möchte ich eigentlich ungern jetzt verbraten. Aber gut, Leute, unser Flughangar ist soweit fertig. Jetzt können wir auch mal schauen, was in dem Loot Crate drin war. Weil ich glaube... Der ist schon fast weg, Leute. Da wird nicht mehr viel drin sein. Wir hätten uns beeilen sollen. Agu Saphira, los! Vorsichtig natürlich, ne? Ganz vorsichtig. Ja. Besser ein bisschen vorsichtig als gar nicht vorsichtig. So, jetzt wollen wir mal schauen, Leute. Wir sollten auch gleich da sein. Es ist ja nicht mehr weit. Gut, hier im Wald kann man natürlich immer sehr wenig erkennen, aber es ist zum Glück noch Tag. Guck mal, da hinten ist es. Mit dem Petri wären wir sofort da gewesen. Denn nun brauchen wir ein bisschen länger. Aber auch mit dem Raptor geht es, Leute. Und der Alpha Kano, der ist immer noch hier in der Nähe. Gut. Das ist mir gerade so eingefallen. Und was haben wir hier drin, Leute? 45, ja. Hätte ich das vorher gewusst, Leute. Genau, ich wusste gar nicht mehr, welches Level die haben. Ich dachte ab 40. Okay, ich bin 39, Leute. Wieso renne ich da hin? Na gut, Leute. Wir wissen jetzt ab Level 45. Wir müssen noch ein bisschen leveln. Und dann können wir auch endlich diesen Loot Crate öffnen. Aber da war eh nicht mehr viel drin, Leute. Das war 10 von 90. Jetzt ist er gerade kaputt gegangen. Na gut, man lernt immer dazu, Leute. So. Genau, ihr seht schon, da oben ist es auch schon.
Finde ich auch ganz cool jetzt, dadurch, dass wir diese Tür hier gecraftet haben, beziehungsweise das Tor, können wir auch viel leichter diese Base finden. Aber nicht nur ich, sondern auch Feinde, Leute. Ja, vielleicht war es keine so gute Idee. Vielleicht hätten wir die ein bisschen versteckter craften sollen. Na gut, Leute, ich meine es trotzdem cool, ne? Schaut euch das an, ne? Gut, man denkt sich dann so, okay, wie kommen wir jetzt nach oben? Oh, es regnet, Leute, perfekt. So, erstmal was trinken. Und natürlich auch unsere Getränkbehälter auffüllen. So, habe ich nur einen mit, komischerweise, obwohl ich eigentlich immer zwei dabei habe, Leute. Aber einer kommt mir immer abhanden. Gute Frage, warum, Leute? Genau, hier kommt man ganz leicht hoch mit einem Raptor. Mit anderen Dinosauriern wird es dann wieder schwieriger. Und voilà, Leute, wir sind in unserer sicheren Base. Na gut, so sicher ist es jetzt auch noch nicht von der anderen Seite. Da gehört noch deutlich mehr dazu. Aber, Leute, unsere Dinos, die sind schon mal sicher. So, genau, jetzt mal gucken. Jetzt habe ich hier auch noch was drin gehabt. Ja, Leute, hier habe ich sogar noch... Hier habe ich sogar noch einige Sachen drin, Leute, ne? Ich habe ja noch einige Sachen vorgecraftet hier. Zum Beispiel die Foundations. Genau, das war halt noch alles, was so übergeblieben ist. Genau, Ceilings hatte ich auch schon sehr viele gecraftet, Leute. Mehr als wir brauchen sogar. Weil ich mir dachte, okay, irgendwann werden wir die sowieso wieder... Genau, für sowas zum Beispiel, Leute. Wenn ich mal wieder so einen Fehler begehe, brauchen wir die so oder so. Und ich war mir nicht sicher, wie weit ich diesen Hangar noch ausbauen wollte, Leute. Weil ihr seht schon, theoretisch könnte man den ziemlich weit ausbauen, ne? Aber ich weiß halt nicht so richtig, Leute. Na, schreibt mal in die Kommentare, wie weit wir den noch ausbauen sollten. Ich meine, es wäre ziemlich cool, ne, wenn wir den noch ein bisschen weiter... Aber wir müssen mal schauen, Leute, ne? Wir müssen mal schauen, inwieweit wir das nachher machen. Auch, wie man das mit einem Tor nachher machen würde. Weil das geht theoretisch. Man kann nachher theoretisch so ein Tor hier raufsetzen. Wie machen wir das am besten nachher, Leute? Aber gut, wenn ihr Tipps habt oder so, könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, genau, tun wir das alles hier wieder schnell zurück. Das brauche ich ja nicht mehr. Werde ich jetzt nochmal gucken, dass wir unsere Verteidigungsanlagen auch aufpeppen, Leute, ne? Weil das ist so das Nächste, was mir, ja, ein bisschen Angst auch bereitet, ne? Weil ihr wisst ja, Leute, es ist ziemlich gefährlich hier in Ark. Nicht alle Spieler sind nett. Es gibt auch ein paar böse Spieler. Von daher ist es immer wichtig, genau, Walls, also Wände ist das Einzige, was ich natürlich nicht gecraftet habe. Ist es sehr wichtig, dass man sich natürlich auch verteidigt. So, können wir mal schauen, Leute. All unsere letzten Steine werden wir jetzt... für Wände zerschießen. So, Leute. 13 Stück. Das ist nichts. Ja, was fehlt uns da noch? Wahrscheinlich sehr viel... Na, Fetch glaube ich gar nicht mal so. Holz. Holz und Stein, Leute. Also, okay. Wir haben einfach zu wenig Materialien. Wir müssen wieder farmen gehen. Ihr seht schon, Leute, es dauert einfach immer so lange, das zu farmen. Und dann verschwindet das auch so schnell, ne? Ist aber kein Problem, Leute. Ne? Wir haben ja zum Glück Zeit. Und im 24-Stunden-Stream, Leute, werden wir natürlich auch viel erreichen. Ich habe mir ja viel vorgenommen, Leute. Ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, wenn ihr meint, okay, Askalder, mach mal das und das im Stream. Das würde mich sehr freuen. Auch schreibt mir nochmal, wer von euch alles dabei sein wird. Ne? Wie gesagt, ihr müsst nicht die ganze Zeit dabei sein, weil 24 Stunden ist eben eine ziemlich lange Zeit. Aber es würde mich freuen, euch da sehr lange auch, ja, mit dabei zu haben. Ne? Genau, ich bin auch gespannt, wie lange ich durchmachen kann. Weil normalerweise, ich schlafe so gegen 12 oder gegen 1, ne? Manchmal auch später. Und dann stehe ich irgendwann um, ja, 7 Uhr morgens auf. Spätestens. So. Wenn ich aber einen 24-Stunden-Stream mache, Leute, wird das Ganze anders aussehen. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel schon den ersten Fehler. Hier kann man dann nachher sich durchsneaken. Aber gut, Leute, deswegen baut man sowas, ja, um zu gucken, okay, wo sind die Fehler, Leute. Also schon hier. Müsste noch was gesetzt werden. Ist aber auch kein Problem, Leute, ne? Ich meine... Und auch noch falsch rum hier, Leute. Schlimm ist das. Gut, wir gucken einfach mal weiter, Leute. Genau. So, Leute, dann wollen wir das mal verbinden hier. Genau, soweit ist das schon mal verbunden. Ja, ich würde sagen, wir machen das erstmal ein hoch. Dann gucken wir erstmal, wie das so... Genau, hier habe ich zum Beispiel noch gar nichts gesetzt. Wie es nachher sich so entwickelt. Und vielleicht können wir nachher mehr machen. Guck mal, den werden wir nicht angreifen, Leute. Dann wäre schlechte Erfahrung mitgemacht. Aber gut, Leute, das war's dann wieder mit der Folge. Wenn es euch wie immer gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Das würde mir sehr, sehr gefallen. Ansonsten, ja, Leute, schreibt auch in die Kommentare, ob ihr am 24-Stunden-Stream am Samstag dabei sein werdet. Also von Samstag bis Sonntag, ne? 16 Uhr bis 16 Uhr. Das ist die Challenge, Leute. Eine Challenge, die mich wahrscheinlich umbringen wird. Aber gut, Leute, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten war's wieder mit der Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und gebt einen Daumen hoch.